Bist du jetzt, mal, ich bin direkt angekommen, oder? Ja, ja. Was der bei euch? Ich habe nur geguckt, wo du jetzt bist, weil ich dich nirgends gesehen habe. Jetzt bin ich mal unten entlang gelaufen. Also, wo da ist er? Lieber Daniel, dein Interview. Das ist mein Kameramann. Hallo, Oliver. Du hast das hier gerade erfasst. Andi ist wirklich hier alles raus. Und er macht sogar noch unsere Jungs. JFG, Grün-Weiß, Frankfurt. Ich habe FC Ruf zu tun. Na gut, ich bin tatsächlich bei. Rosen, ich kann es nochmal machen. Vorhin war es 51 Anlage, das ist hier. Für uns in Ordnung. Aber ich möchte euch trotzdem an was für das heutige Spiel reden. Ja. Nicht mehr drüber, wie die Auslosung war. Soll alle bei YouTube sehen. Aber ich bin tatsächlich. Die Frage ist: Ihr habt heute, was ich sehe, brutal viel Helfer am Platz. Wie viel sitzen und wo kommen die ganzen Leute her? Ersatzakkus, ich glaube nicht, dass du. Ach, servus, sag ich nochmal, auch vorm Elfmeter dabei. Gucken wir mal, wie viel ihr jetzt die erste Halbzeit braucht. Wir gehen jetzt runter und gucken, dass du das erstmal wegstellst. Ja, wir haben unglaublich viele Helfer. Es sind etwas über 100 Helfer heute für euch, für den FC im Einsatz. Da war nochmal den Dank an alle. Es sind Kron, Kerigen, Tummelgrun, Vohai, also die ganze Gemeinde und drüber hinaus hat sich da angeboten, wirklich uns zu unterstützen. Und ja, richtig geil, toll für alle einmal Glück auf. Ja, ganz dicken Applaus an alle Helfer hier auf Platz. Vielen lieben Dank, ohne euch wäre so ein Event nicht möglich. Ja, Andi, noch eine zweite Frage von mir. 3000 Leute, das Stadion ist ausverkauft. Dienstag früh beginnen, Vorverkauf, Mittwochabend ausverkauft. Hast du damit gerechnet oder war das für dich überraschend? Ich habe nur gehört, 60 ist schon ausverkauft. Also, wir haben natürlich mit einem Ansturm gerechnet. Wir wissen, was Karin Landkreis Krona auch in Oberfranken für 60 Fans gibt und deswegen war das natürlich auch ja, das Wunschlos für uns, auch für den Landkreis, die Gemeinde, einfach die Löwenfans für uns, dass ihr da Löwen einmal da spielt und ihr immer auf München vorfahren muss. Das ist natürlich so schnell jetzt, dass das ausverkauft ist. Damit ja, kann, glaube ich, niemand rechnen. Aber schön, dass ihr alle da seid. Wir freuen uns auf ein schönes Fußballfest. Viel Spaß an alle. Danke. Super, Andi. So. Ja, ich habe gerade gehört, der Trainer von den 60er kommt auch noch zum Interview. Also, wir bleiben aber noch trotz. Wenn man einen Ball kriegt, spielt man ein bisschen, dann könnte es sein, dass wir alle keine Ahnung haben. Sagen wir, sie bewegen. Okay. Also, bis gleich, der Trainer von den 60er kommt, dann geht's weiter. Wo muss ich, Georg? Auf geht's, heiz nochmal ein. Die haben mir noch gar nicht die Dispo geschickt, lustigerweise. Das ist der Auftrag, das ist der fünfte, das ist der Eintracht. Ja, also wie du siehst, habe ich noch nicht mal... Ich fahre am Freitag auch schon wieder nach Bayreuth. Ich bin da... Auch da 10 Stunden von mir. Aber was hat er mir denn gegeben? Warte mal, Termine... Also blau-weiß wahrscheinlich Neustadt-Orla gegen Thüringen-Weiler. Das Eröffnungsspiel der Thüringen-Liga. Herzlich willkommen, die Spieler des SFC Stuttgart. Schön, dass ihr da seid, Jungs. Auf geht's. Tragt sie auf den Platz, die Leute von laut. Schwarz wie die Kohle. Glück auf, Jungs. Oh!
Also du nimmst
das Spiel auch durchaus ernst. Ja, schön, genau das macht eigentlich 60 sympathisch. Und deswegen freue ich mich, dass ihr hier seid. Und ich glaube, der Stefan wird von Markus auch noch zwei, drei Fragen. Ja, lieber Markus, wie aktuell, wir haben dich vorhin schon gefragt, wie ist aktuell dein Puls und dein Herzschlag? Wie hast du die Jungs jetzt eingestellt, kurz vor diesem wichtigen und sensationellen Spiel? Ja, ich habe ja vorhin gesagt, wie du mich das erste Mal gefragt hast, ist, wie ich mich fühle. Da war ich eigentlich noch tiefenentspannt. Jetzt mittlerweile steigt der Herzschlag und es kommt etwas Nervosität auf. Aber ich bin guter Dinge, dass wir die Geschichte hier gut über die Bühne bringen, dass wir ein guter Gegner für den DSV 1860 sind. Und wie das Spiel dann ausgeht, das schauen wir mal. Da lassen wir uns überraschen. Ja, und schon allein, dass wir gegen so einen Gegner hier bei uns in Stockheim auf unseren berühmten Mannschaft antreten dürfen, ist ja schon einmal ein Highlight. Da hast du recht, lieber Markus, das ist nicht nur ein Highlight, es ist für euch eine große Ehre. Ihr habt euch in den letzten Monaten, Wochen nicht nur vorbereitet, sondern ihr habt es euch auch verdient mit der Mannschaft. Das ist ein großer Verdienst von dir, von der ganzen Mannschaft und von der ganzen Vorstandschaft. Ich wünsche euch jetzt viel Erfolg. Sprich noch die letzten Worte zu deinen Jungs. Bau sie noch so weit auf, dass du richtig heiß machst und dass wir das den 60ern richtig, richtig schwer machen. Dass die wissen in München, was die Oberfranken sind. Und alle Oberfranken mal laut, bitte. Und Dankeschön. Georg Musik. So, die Damen, das war ein Satz mit X. Wir werden da raus müssen. Ich bin
Dann sagen wir recht herzlich willkommen aus Stockheim. Ja, recht herzlich willkommen hier im Regen. Es schüttet hier, seitdem wir angekommen sind und eigentlich ja schon die letzten Tage. Also auf jeden Fall gestern schon, heute den ganzen Tag. Der Rasen entsprechend. Und ihr seht vielleicht auch schon, was diesem armen, armen Rasen hier angetan wurde. Die Linien mit roter Spraydose gezogen, weil Kreide hier nicht mehr hält und auch die Spraydose hat irgendwann an der Mittellinie aufgegeben. Trotzdem freuen wir uns, dass wir hier sind. Felix Hiller mit mir. Felix, schön, dass du wieder da bist. Ja, auch von meiner Seite natürlich ein herzliches Willkommen hier aus Stockheim. Wir haben, glaube ich, schon vieles gehabt. Aber das noch nicht. Vielleicht können wir unseren Kameramann mal dazu überreden, dass er uns mal kurz zeigt hier, wie wir hier arbeiten, damit auch unser Geschäftsführer Marc-Nikolai Pfeiffer sieht, dass wir eigentlich Gefahrenzulage brauchen heute. Ne? Da kommt die Kamera rüber. Wir haben hier, naja, was sind's? 1,5 Meter, recht viel mehr Platz haben wir nicht, aber immerhin, und das ist ganz wichtig, wir haben Dach über uns. Es ist höchst angenehm und wir freuen uns sehr über den Platz. Ja, und du hast die Markierungen schon angesprochen. Ich habe vorhin mit dem Verantwortlichen gesprochen und hat gemeint, ja, das war eine der Hauptangst, die er gehabt hat, dass der Rasen hält, A, und B natürlich, dass auch die Markierungen halten. Bis kurz vor der Übertragung ist auch der Kollege noch rumgelaufen und hat mit der Sprühdose immer wieder die Markierungen nachgezogen. Also angerichtet ist es soweit. Die Stadionsprecher hier heizen seit gut einer Stunde hier auch ein. Ja, alle mit Vorfreude pur. Natürlich hätten wir uns schöneres Wetter gewünscht. Fritz-Walter Wetter heute hier, Regen seit Tagen. Aber ich denke, man muss noch eins zu den beiden Stadionsprechern hier sagen. Der Linke in der schwarzen Jacke, der jetzt etwas weiter weg von uns steht, ist der Bürgermeister hier der Gemeinde Stockheim. Der andere Herr, ein Kollege von ihm, wenn ich es richtig verstanden habe, der zweite Bürgermeister hier der Gemeinde. Und ja, die sind offensichtlich das Reden gewöhnt. Die unterhalten hier ganz Stockheim und Umgebung. Die Lautstärke hier entsprechend. Sämtliche Malle-Hits haben wir schon durch. Mama Lauda kennt man mittlerweile auswendig. Und seit 5 Minuten gibt es jetzt hier die Aufstellung, die erste Elf von Stockheim. Da wird dann zu jedem Spieler nochmal eine kurze Geschichte erzählt, Größe, Gewicht, alles mit dabei. Ja, ein Polizist aus Stockheim, der den alle Frauen lieben, ist dabei, haben wir gelernt. Ja. Also, gut, wenn Marie nachher weg ist, wissen wir, wo sie ist. Dann würde ich sagen, dann gehen wir zur Aufstellung von 60 München. Rainer, dein Part. Sollen wir ernst werden und schauen auf die Aufstellung von 60 München. Wir haben heute im Tor die 12 Julius Schmidt, spielen mit der 5 Erol Seinulahu, 13 Tarsis Bonga, 18 Tim Kloss. Für den Sturm dabei die 19 Finn Lackenmacher, die 21 mit seinem Debüt für 60 München Leroy Quattro, 23 Devin Sür, 27 Mansur Oru Takba, 29 Kini Ludewig, 30 Milos Cucic und 37 heute Mannschaftskapitän Marlon Frey. Da die Bank überschaubar ist, lese ich sie heute vorm Spiel vor. 28 im Tor Maxi Rothauscher, 2 Kahn Kurz, 3 Niki Lang, 11 Fabi Greilinger, 22 Wale Suleimani und 31 Niklas Tanat. Dann schauen wir auf die Aufstellung der Heimmannschaft Stockheim heute im Tor mit Max Lifka. Die 2 hat Michael Hoderlein, die 4 ist Tom Löffler, Daniel Kresser, die 5 Johannes Wittmann mit der Nummer 7, Marcel Lindner, die 8, Lukas Schwabel, die Nummer 9, Luan Vogel, die 10, Yannick Dütthorn mit der 11, René Schubert, die 14 und Daniel Oberst dann mit der 16, Lukas Schwabel heute Kapitän, und wie ihr es gewohnt seid, zu den Ersatzspielern kommen wir dann, sobald sie eingewechselt werden. Die Mannschaften stehen jetzt auch heute unter Leitung von Daniel Reich, dem Schiedsrichter, heute bereit,
zum Einlaufen, die Musik spielt. Die Handys sowohl beim Bürgermeister als auch bei der Medienabteilung von Stockheim sind gezückt. Dementsprechend, es ist soweit angerichtet. Oh, hier singt der Bürgermeister sogar noch selber mit beim Steigerlied. Fast so imposant wie auf Schalke. Oder Aue. Oder in Aue. Ja. Wir durften es letztes Jahr erleben, als auf Schalke, also nicht mit 60, aber auf dem Weg zu 60, als in der Arena auf Schalke das Licht ausging. Und nur um kurz zu unterbrechen, das Problem gerade ist noch, es fehlt der Ball. Ja, gut. Wir haben den einen oder anderen dabei. Ja, Norbert Stegmann gerade wieder umgekehrt auf dem Weg in die Kabine, holt sich einen Ball und jetzt ist ein Drittligaball unterwegs. Auf der anderen Seite kommt ein Ball, der hier von Stockheim ins Spiel gebracht wird. Scheint sich, wenn ich mir die Farbgebung so anschaue, um einen Bundesligaball zu handeln, der jetzt wieder zurückgeht. Also wir spielen mit dem Drittligaball und jetzt kommen beide Mannschaften. Lukas Schwalb für Stockheim und Marlon Frei für 60 München bringen die Mannschaften aufs Spielfeld. Es wird dann noch ein gemeinsames Foto beider Mannschaften geben. Marlon Frei bekommt noch ein Geschenk hier der Gemeinde Stockheim überreicht als Kapitän. Und dann gehen wir ins Spiel, in die erste Toto-Pokal-Hauptrunde zwischen dem ersten FC Stockheim und 60 München. Du hast es ja vorhin schon angesprochen, heute Debüt im Löwentrikot für Leroy Quadwo. Mehrere Debüts haben wir heute auch. Marlon Frei war schon in Memmingen Kapitän, aber heute das erste Pflichtspiel als Kapitän und gleichermaßen hinter ihm mit der Nummer 12 Juju Schmid heute auch mit seinem Pflichtspieldebüt im Löwentor. Also, wir sind gespannt. Erste Runde Toto-Pokal hier in Stockheim. Ja, riesen Vorfreude hier. 3000 Zuschauer sind da. Über 5000 Karten hätten verkauft werden können. Und man merkt es ja, wenn du hierher kommst und unterhältst dich mit den Leuten. Da war vorher ganz, ganz vorsichtig die Anfrage, wäre es denn möglicherweise möglich, dass wir vor dem Spiel noch ein gemeinsames Foto beider Mannschaften machen können, wo natürlich bei uns niemand irgendwas dagegen hat und sagt, natürlich machen wir dieses Foto. Das war so nicht erwartet. Also die haben den Auftritt von 60 München hier sich anders vorgestellt. Ja, gleichermaßen, als wir vorhin auch schon die Kabine eingerichtet haben, da kam ja auch schon hier von dem Verantwortlichen Anfrage, dürfen wir mal in die Kabine schauen, dürfen wir vielleicht ein Foto machen. Also das ist das, was Toto-Pokal oder was den Toto-Pokal ausmacht, was die ersten Runden im Toto-Pokal ganz besonders auch macht. Einfach die Möglichkeit auch mal für die Vereine hier so ein Spiel, das Spiel des Jahres, das Spiel des Vereins erleben zu dürfen. Und dann ist es natürlich umso schöner, wenn dann Momente wie so ein gemeinsames Foto, der Blick in die Kabine auch einfach möglich sind. Und das haben sich die Mannschaften dann auch verdient, die dann teilweise hier über 6, 7 Qualifikationsrunden sich für diese erste Runde qualifiziert haben und dann natürlich noch das Glück mit dem Los gehabt haben. Und dann kommt der TSV 1860 hier zum ersten Pflichtspiel der Saison 23/24 nach Stockheim. Im Interview vorhin hat der Coach ja schon gesagt, es ist auch die Möglichkeit für den einen oder anderen Spieler, der kurzfristig erst jetzt zum Verein gekommen ist oder allgemein noch nicht so viel Trainingsstunden auch in den Beinen hat, hier das Ganze auch nochmal als Test zu sehen. Wobei das Ganze natürlich nicht unterschätzt werden darf. Er hat auch davon gesprochen, von der Kulisse hier, die das Spiel mit sich bringt, auch für die Jungs was Besonderes und dementsprechend absolut kein Spiel, bei dem der Gegner unterschätzt wird, sondern es ist der Start in die Saison, es ist das letzte Vorbereitungsspiel vor dem Saisonstart in der Liga am Samstag dann gegen Mannheim. Von dem her ist es angerichtet und unterschätzt wird hier niemand. Ja, natürlich wollen wir heute auch einiges sehen. Natürlich 60 München heute in der Pflicht, hier viele Tore zu machen. Der Gegner aus der Kreisliga, bei allem Respekt vor dem ersten FC Stockheim, alles andere als ein deutlicher Sieg von 60 München wäre eine Enttäuschung heute.
Da ist natürlich auch die vorderste Reihe gefragt, Finn Lackenmacher, Mansur Odutakba und die Jungs dahinter, sie entsprechend in Szene zu setzen. Und ja, will die Erwartungshaltung hier nicht zu hoch hängen, weil wenn man auf die gegenüberliegende Seite schaut, offensichtlich Stockheim 9 Tore Vorsprung. Auf der Anzeigetafel Stockheim 9, Gäste 0. Also wir brauchen 10 Tore, um hier weiterzukommen. Wir brauchen 10 Tore, aber du hast es angesprochen, es ist der letzte Test. Und von dem her, Kreisliga ist eine andere Hausnummer. Man darf es nicht unterschätzen. Das Spiel des Lebens für die Jungs hier aus Stockheim, dementsprechend bis unter die Haarspitzen motiviert. Aber am Ende, du sagst, es sollte ein doch deutlicher Sieg hier für die Löwen stehen. Es ist der letzte Test und von dem her sind wir gespannt auf die nächsten jetzt kommenden 90 Minuten. Hier der erste FC Stockheim gegen den TSV 1860 München. Daniel Oberst eröffnet diese Partie. Und man sieht gleich die Löwen-Offensive darauf bedacht, vorne anzulaufen, aber gleich mit dem ersten Versuch des schnellen Aufbauspiels der Stockheimer V-Spiel dann von Oberst gegen Erol. Ja, Stockheim hat hier natürlich nichts zu verlieren. Und jetzt Glück für Padwo, der das Foul zieht, hätte gefährlich werden können. Leichtsinnig darf man hier auch nicht rangehen. Nein, leichtsinnig darfst du hier nicht rangehen. Du musst die Platzverhältnisse hier annehmen. Der Platz sehr tief, sehr seifig, sehr nass. Das natürlich für beide Mannschaften. Aber sicherlich Stockheim die Bodenverhältnisse dann auch eher gewöhnt. Möglicherweise ja hier auf dem Platz trainiert. Spielen tun sie normal. Ein paar Meter weiter hier oben nur noch auf Kunstrasen. Der Platz hier wird nur noch für Pokalspiele und Jugendspiele genutzt. Von dem her, ja, dann vielleicht doch für beide Mannschaften heute hier etwas ungewohntes Terrain. Aber trotzdem, gesagt, das darf hier keinerlei Ausrede sein für irgendwelche Unkonzentriertheiten, für schwach gespielte Bälle. Das Ganze muss angenommen werden und entsprechend umgesetzt. Keine Sonne heute, das hatten wir in den letztjährigen Erstrundenpartien schon anders mit Sonnenschein pur. Kein Flutlicht hier in Stockheim, zumindest auf dem Platz. Dementsprechend die Hoffnung, dass das Spiel dann auch über 90 Minuten nach 90 Minuten vorbei ist. Vorhin kurz mit Fatih Aslan gesprochen, der auch gesagt hat, kennt er so nicht. Meistens dann doch Flutlicht dabei oder eben mit einem früheren Anstoß. Aber ja, wir sind 18:30 sollten wir gut durchbringen. Wir sind Anfang August. Vor dem Spiel war ein bisschen die Sorge, dass man die 3000 Zuschauer hier nicht pünktlich aufs Spielfeld bringt. Jetzt schauen wir aber erstmal aufs Spielfeld. Erol Selnulahu mit dem ersten Abschluss für 60, der noch relativ harmlos. Aber ja, wie gesagt, hier war die Sorge, dass man die 3000 Zuschauer hier nicht rechtzeitig herbringt. Beim Herfahren haben wir gesehen, das ganze Wohnviertel hier, in dem der Platz liegt, weiträumig abgesperrt, auch beim Abbiegen von der Hauptstraße, die Feuerwehr schon da, nur sehr, sehr wenige Anwohner, VIP-Gäste und ein paar Mannschaftsfahrzeuge von 60 hier durchgelassen. Der Mannschaftsbus selbst hatte dann Probleme bei der Anfahrt, weil die Zuschauerzugänge im Weg standen, die mussten dann erst abgebaut werden, dass hier Nico Vater mit dem Mannschaftsbus durchfahren konnte. Und trotzdem haben sie es geschafft, mit den Parkplätzen in der Stadt, mit den Fußwegen hierher, die Leute alle zum Großteil pünktlich herzubringen. Die 3000 sind da und freuen sich jetzt auf 60 München. Und ja, und auch lange Schlangen dann am Einlass gewesen, ne? Bis kurz vor Schluss, dann teilweise strömen die Leute immer noch her. Ja. Ich muss ja sagen, als hier um 17 Uhr Stadionöffnung war, Riesenschlangen schon draußen, die Leute kommen hier extrem früh. Also falls unser Sicherheitsbeauftragter mal wissen muss, wie man die Leute früh ins Stadion bringt, frag nach in Stockheim, lieber Dominik. An der Stelle auch gerne nochmal
der Hinweis, wenn es um das Thema Anreise geht. Dauerkartenabholung, Mannheim am Wochenende. Immer noch Dauerkarten bei uns zur Abholung an der Geschäftsstelle. Morgen am Donnerstag und am Freitag noch von 9 bis 17 Uhr der Kartenvorverkauf geöffnet. Und dann werden wir jetzt hier auf die nächste Chance schauen. Flanke von Miloš Kocic, kein Abnehmer gefunden. Dann am Spieltag am Samstag noch bis 11.30 Uhr geöffnet. Also für alle, die ihre Dauerkarte noch nicht bei uns abgeholt haben, habt ihr Zeit bis Samstag 11.30 Uhr. Dann die Dauerkarten nicht mehr zur Abholung am Stadion. Dementsprechend schaut doch bitte morgen bzw. Freitag dann von 9 bis 17 Uhr noch am Kartenvorverkauf vorbei. Ja, drauf gekommen bist du ja über die Anreise. Auch die etwas anders am kommenden Samstag gegen den Waldhof. Kein MVV mehr mit bei den Dauerkarten dabei, das beziehungsweise allgemein bei den Eintrittskarten, das bitte beachten und zudem beachten, die Tramlinie 25 fährt nicht bis zur Tegernseer Landstraße aufgrund von weichen Erneuerungen am Wettersteinplatz. Ein SEV ist eingerichtet, das trotzdem bitte bei der Anreise beachten und gleichermaßen auch, wenn ihr danach davor zum Trainingsgelände kommen wollt, keine Tramverbindung. Damit, glaube ich, haben wir zum Thema Anreise für Samstag alles gesagt. Schauen jetzt wieder auf den Platz. Und jetzt gibt es Freistoß knapp außerhalb des 16-Meter-Raums. Tarsis Bonga da gefoult von der Nummer 7 von Johannes Wittmann, der auch die gelbe Karte sieht. Und Erol Seinolahu steht jetzt am Freistoß, wird den Ball in die Mitte bringen und da haben wir natürlich dann mit Bonga, mit Quadwo, mit Mansur Orotagba, mit Finn Lakenmacher großgewachsene Jungs vorne, die dann in den Ball gehen können und dann hoffen wir, dass wir hier in der mittlerweile 7. Spielminute die erste richtig gefährliche Chance, die erste richtig gefährliche Situation für 60 München bekommen. Jetzt das Spiel freigegeben. Ball kommt von Erol nach hinten zurückgespielt. Finn Lakenmacher aber knapp am rechten Pfosten vorbei. Trifft nur die Zuschauer, die hinterm Tor stehen. Da scheint aber alles in Ordnung zu sein. Niemand stark getroffen. Und dann geht es mit Abstoß vom Tor des ersten FC Stockheim weiter. Jetzt aber dann immerhin die erste richtig gefährliche Chance, die wir hier hatten. Gut zurückgelegt von Erol Seinolahu auf Finn Lakenmacher. Und dann hat nicht viel gefehlt bei diesem ersten richtigen Abschluss. Der Steilpass jetzt auf Finn Lakenmacher etwas zu lang. Ein Thema, das wir heute vielleicht häufiger sehen werden, der Platz, Rainer, du hast es vorhin angesprochen, relativ tief und nass, dementsprechend der Ball auch sehr, sehr schnell. Stockheim jetzt mit dem Freistoß an der Ecke des Strafraums. Damit die erste Möglichkeit für die Heimmannschaft. Hier auf eine erste Tormöglichkeit. Natürlich Standardsituation heute. Die Möglichkeiten für Stockheim auf dem Torerfolg, Rainer. Ja, natürlich, das ist immer so. Die unterklassigen Vereine natürlich genau auf diese Situationen eingestellt. Erhoffen sich hier natürlich, und es ist auch gar nicht unberechtigt, mit einer nicht eingespielten Abwehr von 60 München hier ihre Chance. Wobei die größten Vorteile in der Defensive sind schon auf Seiten von 60. Die zwei
Ruderlein und die 16 Oberst, da die längeren beim ersten FC Stockheim. Sicherlich ist er die Zielspieler für den Ball, der jetzt kommt. Der kommt aber flach und Finn Lakenmacher hat dann keine Probleme, den Ball in Seiten auszuklären. Ja, mittlerweile der Regen abgeklungen. Die Zuschauer freut's, die Regenschirme wieder weg. Hoffen wir, dass es jetzt einigermaßen trocken bleibt. Es sieht zumindest hinter dem Tor von Julius Schmidt jetzt wieder etwas heller aus. Und das wäre natürlich insgesamt für die Veranstaltung schön, in der wir hier den ersten Treffer haben. Es ist allerdings nur ein Auto, das weit hinterm Tor von Julius Schmidt steht. Trotzdem der erste Abschluss der Stockheimer hier aufs Tor von Julius Schmidt. Keine Gefahr, gleichermaßen der Freistoß davor, zu flach reingespielt und dann kein Problem für die Löwen zu klären. Jetzt wieder die Seitenverlagerung in Richtung Bonga von Marlon Frei, aber auch hier zu ungenau gespielt und damit keine Gefahr für Max Lifker im Tor, der neben dem Fußballer, neben dem Torwart hier sonst als Maschinenbautechniker unterwegs ist. Jetzt die Flanke rein am zweiten Pfosten, Tarsis Bonga und dann steht Lifka Gold richtig am kurzen Pfosten und kann den Versuch entschärfen. Lifka auch der Held im Finale der Qualifikationsrunde. Im Elfmeterschießen konnte sich Dr. auf der 7:5 durchsetzen gegen den TSV Mader. Und dann natürlich immer der Torwart, der Held des Tages. Jetzt die Flanke von Devin Syr. Zu lang, der Ball weiter im Spiel. Sehen die Zuschauer natürlich hier anders. Das ist Bonga, bleibt dann an Wittmann hängen. Ja, und damit in die Ecke. Gerne draußen gesehen, aber wir haben vorher schon gesehen, so ganz schnurgerade sind die Linien jetzt nicht, die da mit der Spraydose gezogen worden sind. Und sicherlich auch da hinten in der Ecke schon ein bisschen weggewaschen für den Assistenten da drüben. Nicht ganz leicht zu sehen, aber solange er für uns entscheidet, soll uns das recht sein. Jetzt der Ball, Erol Seinulahu bringt ihn in die Mitte, bringt ihn hoch in die Mitte. Dann ist aber ein Stockheimer da. Auch der zweite Versuch hier soweit geklärt. Und das macht Miloš natürlich stark. Setzt den Körper ein. Der Gegenspieler mit der 11, Yannick Dütorn, kann sich da nur noch damit retten, dass er den Ball über die Seitenauslinie rausspielt und 60 München wieder im Ballbesitz. Ja, 12 Minuten jetzt hier gespielt. Wir hatten eine gute Chance von Tarsis Bonga, aber zu platziert. Ein Schuss 5 Meter übers Tor von Julius Schmidt. Bislang relativ chancenarm in dieser Partie. Finn Lakenmacher. Nach dem Freistoß. Also die Chancen da, aber ja, also ein bisschen das Thema, das sich durch die ganze Vorbereitung durchzieht. 60 spielt gefällig nach vorne. 60 bekommt den Ball ins letzte Drittel, aber dann den Ball nicht ins Netz. Wir haben es auch gegen Borussia Mönchengladbach gesehen beim letzten Spiel. Jetzt aber schön Manso Odotakba, der Devin Syr bedient. Aber die Stockheimer da. Schwalbmaß, der da klären konnte. Aber man sieht jetzt schon langsam, es verlagert sich hier alles vor das Tor des ersten FC Stockheim. Und man muss dann auch dann doch sagen, es ist eine Frage der Zeit, bis jetzt der Ball hier mal im Tor liegen wird, dass 60 München hier in Führung geht. Und wir sprechen das davon. Das ist so eine typische Aussage, die wir jedes Mal im Toto-Pokal wieder treffen. Und jedes Mal haben wir recht, außer wir spielen den Illertisten. Aber gut. So, jetzt mal Platz jetzt da. Aber dann sind es wieder 6, 7 Stockheimer hinter dem Ball und am Ende wieder
ein Fuß dazwischen, wird man diesmal erklärt und damit die nächste Ecke für 60 München. Ja, die größten Vorteile hast du schon angesprochen. Oberst und Hoderlein suchen sich da auch gleich Bonga bzw. Quadwo als Gegenspieler. Und dann ist es Lindner, der erstmal klärt. Aber solange es hier noch 0-0 steht, wollen wir schnell eins aus dem von unseren Fragen bei Instagram aufnehmen. Da findet ihr den Fragen-Sticker, mit dem ihr hier Fragen an uns loswerden könnt. Fahne ist übrigens oben. Es ist eine Abseitsstellung und wird mit Freistoß von 60 München weitergehen. Sven Bayer, Fan der Spielvereinigung Bayreuth, grüßt uns und fragt nach unseren Ergebnistipps für heute. Felix, wie geht's aus? 5-0. Ich bin bei 3-0. Dann schauen wir, was passiert. Bernhard Petermeier fragt übrigens, ob wir schon aufgeregt sind aufgrund des Ligastarts gegen Waldhof Mannheim. Kann ich beantworten. Wir haben noch so viel Arbeit am Tisch bis zum Samstag, dass gar keine Zeit ist, um aufgeregt zu sein. Wir schauen jetzt einfach nur, dass wir, wenn wir dann morgen wieder im Büro sind, das irgendwie hinbringen, dass bis Samstag alles erledigt ist und dann wird dieses Gefühl sicherlich Samstag kurz vor Anpfiff sich irgendwann mal einstellen. Ja, es ist jedes Jahr das Gleiche. Nach der Saison, so blöd es klingt, ist immer vor der Saison, es ist zwar jedes Jahr das Gleiche, aber trotzdem kommen dann immer wieder Neuigkeiten, egal ob es bei dir irgendwo ist, ob es bei den Fans ist, ob es rund ums Stadion ist, es kommen immer wieder Neuigkeiten dazu, es kommen immer Neuerungen dazu. Von dem her ist es auch für uns immer wieder der erste Spieltag. Es ist aufregend, ob dann alles am Ende des Tages genauso funktioniert, wie man sich es vorstellt, was meistens dann nicht der Fall ist. Ja. Das muss sich dann gleich der Mannschaft auch immer erstmal einspielen. Dementsprechend kann man schon sagen, wir sind aufgeregt. Jetzt nicht unbedingt, weil es der erste Spieltag gegen Mannheim ist, sondern einfach der Tatsache geschuldet, ob dann das, was alles in der Vorbereitung so angestoßen wurde, am Ende auch so umgesetzt werden kann. Gleichermaßen freuen wir uns aber auch, dass es auch wieder losgeht. Ja, ganz klar. Wenn die Vorbereitungsphase vorbei ist und endlich wieder das beginnt, für was du eigentlich die ganze Arbeit machst, nämlich die Pflichtspiele am Samstagnachmittag live beim Magenta Sport, live im Bayerischen Rundfunk vor 15.000 Zuschauern im sicherlich wieder ausverkauften Grünwalder Stadion, dann weißt du, für was du die letzten 6 Wochen hier gearbeitet hast. Und in unserem Fall kommt da noch mit dazu, dass wir ein neues Saisonmagazin im VIP-Bereich ausliegen haben, das zum Fanfest schon verteilt wurde, dass wir die Stadionzeitung komplett neu erstellt haben, die wir mit einer Auflage von 3.000 Stück kostenlos am Grünwalder Stadion verteilen werden. An der Stelle ganz großen Dank an meine komplette Abteilung, Marie, Alina, die das Ganze da gewuppt haben, dass das jetzt so funktioniert. Und Joachim natürlich, der uns da auch immer wieder unterstützt hat, indem er uns viel Arbeit abnimmt im Bereich Sponsorenmeldungen, Spielberichte, der auch heute wieder am Spielbericht sitzt. Da ist einfach viel passiert jetzt in der Pause und da freuen wir uns riesig drauf, wenn ihr euch am Samstag, und ich möchte es dann gleich dazu sagen, die neue Stadionzeitung wird es in 2 Zeitungskästen geben. Einer wird stehen im Bereich Eingang Stehhalle am Kassenhäusl mit der Aufschrift Stadion an der Grünwalder Straße. Einer wird stehen vor der Westkurve und an den Kiosken werden wir die Stadionzeitung verteilen. Nehmt euch da gern ein Exemplar mit. Wir freuen uns, wenn am Schluss nichts mehr über ist. Wie gesagt, das ist kostenlos. Es ist im Hosentaschenformat, von dem her auch bei nicht ganz so gutem Wetter leicht einsteckbar. Und wenn wir jetzt hier die nächste Möglichkeit für 60 München sehen, schauen wir auch gerne mal auf die anderen Plätze. Ingolstadt aktuell auch noch 0-0. In Hutturm. Also die Drittligisten tun sich etwas schwer. Gestern dann aber doch. Über gestern wollen wir nicht sprechen. ich weiß, du hast es dir sehr gewünscht. Sehr. Sehr gewünscht, Penzberg. Aber leider aus deiner Sicht 1-5.
verloren. Ja, und dank Pressesprechertagung in Frankfurt konnte ich es noch nicht mal im Stadion schauen. Gegen Schweinfurt. Unterhaching hat sich durchgesetzt in Wilmeringen mit 1-7. Jan Regensburg ebenfalls in Obleichfeld mit 0-6. Bayreuth 1-6 gegen Wendelstein und Würzburg mit 0-4 in Hanbach. Ja, und an der Stelle muss man natürlich schon mal sagen, ein Kreissieger aus München mit Schwabing hat sich qualifiziert, lieber Bayerischer Fußballverband. Es wäre doch echt mal schön, wenn mal das ein Los für 60 München wäre. Der SC Euching auch um die Ecke, immer noch näher als ja. Franken, gut 20 Minuten in Richtung Münchner Westen. Also geben wir den Tipp nochmal an den Bayerischen Fußballverband. Schwabing wäre schon was. Schwabing wäre schon schön, aber ich glaube, es hat sich auch Hain qualifiziert, die wieder möglichst weit weg liegen. Zumindest hat mir das heute früh unser Finanzchef geschrieben. Tückic in München auch noch mit dabei. Buchbach sind wir auch schon gewesen. Buchbach waren wir schon. Eindling hat sich qualifiziert gegen den TSV Rhein. Und da haben wir die DJK Hain gegen Rimpa 2-1 gewonnen. Das ist wohl das weiterste Los. Also die Kugel voraussichtlich wieder abgewärmt. Schöne Grüße an Fabian Frühwirt vom BV an dieser Stelle. Heimstetten auch 0-4 gegen Karlsfeld. Also es gibt ein paar Vereine im Münchner Umland, um das Thema jetzt auch an der Stelle zu beenden. Aber um es nochmal trotzdem nochmal vernünftig aufzuarbeiten, Runde 2, wenn 60 München hier heute weiterkommt. Runde 2 wieder die Kreissieger, die gezogen werden. Der erstgezogene Kreissieger hat wieder Wahlrecht und kann sich seinen Gegner aussuchen. Solange Kreissieger im Wettbewerb sind, diese Regelung da. Und nachdem ich glaube 5 Kreissieger gestern schon weitergekommen sind, das definitiv auch in der nächsten Runde der Fall. Und 60 München wird also wieder ausgesucht und nicht ausgelost werden. Und es ist zu erwarten, dass der erste Kreissieger dann wieder das Los 60 München zählt. Zweite Runde dann am kommenden Dienstag, 15. August. Dann die zweite Runde. Sei dazu gesagt, Feiertag in Bayern, von dem her wieder die Möglichkeit, 60 München live zu sehen. Ohne Stress davor in der Arbeit zu haben. Und damit keiner sagt, wir hätten keine ordentliche Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Fußballverband, kommt sofort die Nachricht, morgen 17.30 Uhr die Auslosung der zweiten Runde. Wieder, wie gesagt, mit dann dem Wunschlos 60 München, sofern, und man muss es auch an der Stelle dazu sagen, 23. Spielminute, sofern wir uns hier heute durchsetzen werden. So, am Spielfeld jetzt Erol Senulaho. Schöner Ball nach vorne, Finn Lackenmacher vollkommen frei. Leicht abseitsverdächtig, aber dann schiebt er souverän ein. Und das ist eine Situation, die wir uns hier gerne in der Wiederholung nochmal anschauen. Lange Ball nach vorne, den Senulaho abfängt. Nach vorne, aber kein Abseits, da löst er sich super. Spielt den Ball dann direkt neben dem Pfosten. Torhüter chancenlos und 60 München verdient 23. Spielminute mit 1-0 in Führung. Und so eine Möglichkeit lässt sich Finn Lakenmacher natürlich nicht nehmen. Eiskalt eingeschoben. Das erste Saisontor für den TSV 1860 München. Nach einem Fehler im Aufbauspiel. Michael Hoderlein ist es gewesen. Und dann ja, ist erstmal die Taktik, die natürlich hier Stockheim vorgegeben hat, so lange wie möglich das 0-0 halten. Und soeben
Ja, kriegen wir auch die Info rein. Hütturm führt gegen Ingolstadt und dementsprechend der Drittligist in Zugzwang. Natürlich in der Thematik, die den einen oder anderen Löwen-Fan sicherlich munter stimmt. Liegt Hütturm eigentlich in der Nähe von Illertissen? Ich weiß es gar nicht. Und jetzt der erste Abschluss in Richtung Tor von Julius Schmidt in der 25. Spielminute. Luan Vogel ist es gewesen. Jetzt der lange Ball auf Syr. Abseits. Habe ich jetzt anders gesehen. Ja gut. War jetzt in der Situation egal, ob es jetzt Einwurf oder Freistoß gibt. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, mit diesem Tor die Partie mehr oder weniger entschieden. Glaube nicht, dass Stockheim, die jetzt dann theoretisch mehr fürs Spiel machen müssten, um hier nochmal ein Tor zu erzielen, dass die dann die Möglichkeit haben, dieses Abwehrbollwerk noch weiter so aufrechtzuerhalten, damit zunehmender Spieldauer wird sie auch die Kondition von 60 München durchsetzen. Also die Sorgen, die ja der eine oder andere Fan hier im Vorfeld auch geäußert hat, so es könnte eng werden, zeigen sich dann doch eher als unbegründet. Aber gleichermaßen das Beispiel Hütturm zeigt, auch die unterklassige Mannschaft kann hier Gefahr ausstrahlen. Jetzt gestern mit dem Versuch, den Ball in die Spitze durchzustecken. Aber jetzt auch hier Fehlpass von Erol. Lukas Patz sagt gerade, Hütturm liegt bei Passau. Wussten wir natürlich, der kleine Seitenhieb mit Elatissen war durchaus so gewollt. Ne, war nur Spaß. Michael wird uns das sicherlich auch nicht übel nehmen. Man sieht es auch hier schön. Stockheim, bis auf die beiden Stürmer mit Allemann. Hinter der Mittellinie jetzt auch Oberst. Schön durchgesteckt jetzt auf Bonga. Der versucht nochmal Lagenmacher in Szene zu setzen. Der Abschluss wäre die bessere Option gewesen. Wir sehen es jetzt hier nochmal in der Wiederholung schön durchgesteckt. Und dann ist Bonga eigentlich frei durch, versucht Lagenmacher nochmal in Szene zu setzen, der kommt nicht ganz ran. Und damit die Chance hier auf das 2:0 und dann wahrscheinlich endgültig die Entscheidung in der 27. Spielminute vertan. Aber die Räume tun sich jetzt auf, bei Verlust jetzt von Seno Lahu. Aber Stockheim schafft es hier nicht in dieser Phase, dann kontrolliert nach vorne zu spielen. Im Gegenteil, die Löwen jetzt wieder im Vorwärts. Marsch oder Lein jetzt dazwischen und erneut Ecke für 60 München. Oder Lein, der, so wurde es hier im Vorfeld des Spiels gesagt, neu hier nach Stockheim gezogen ist, gleich hinterm Tor der Stockheimer, gut 50 Meter hier übers Feld, ein Haus neu gebaut hat. Also alles rund um den Fußballplatz gelegen. Und wenn ich mir seine Einfahrt so anschaue, hat er heute einige Gäste, die bei ihm geparkt haben. Man hilft sich. Jetzt hier die nächste Möglichkeit für Quadwo. Kopfballschuss. Bringt aber keinen Druck mehr hinter den Ball. Damit Abstoß für Lifka. Ja, die Frage nochmal auf unserem Fragensticker bei Instagram. Wir sind vorher schon mal darauf eingegangen, aber es hat natürlich nicht jeder von Anfang an zugeschaut. Warum sind die Linien rot? Die Linien sind rot, weil es hier heute schon den ganzen Tag schüttet. Die aufgebrachte Kreide einfach nicht mehr hält, sondern wegschwimmt. Und deswegen die Linien hier mit roten Spraydosen aufgezogen auf einem Platz, der langsam aber sicher in die Knie geht. Der jetzt, da es wieder zu regnen begonnen hat, immer tiefer, immer seifiger wird. Und
der aber hoffentlich hier noch bis Spielende durchhalten wird. So, dabei jetzt auf René Schubert, der das Foul auch zieht. René Schubert, ja, wird dieses Jahr 40 Jahre alt. Der jüngste Spieler aktuell auf dem Platz von Stockheim ist Luan Vogel, 2004, 8.11. 2004 und René Schubert, 31.12.1983. Also man kann sagen, auch im Herbst seiner Karriere nochmal ein Riesenhighlight. Tarsis Bonga jetzt mit dem nächsten Schussversuch, aber auch hier Maxi Lifka problemlos zur Ecke. Ecke Nummer 5, glaube ich, ist das jetzt mittlerweile. Die Löwen aktuell noch ohne Torerfolg nach einem ruhenden Ball, das 1:0 durch Finn Lagenmacher nach einem Aufbaufehler der Stockheimer. Bis auf Schubert und Ludewig, alle Mann rund um den Strafraum. Also die kurze Variante oder die eng vor Tor geschlagene Variante vielmehr. Dann kommt Tim Kloss nicht mehr. Versucht hat an den Ball zu kommen, es aber nicht ganz geschafft hat und so bleibt es beim 1:0 für 60 München. Ja heute mit einer überschaubaren Bank. 6 Auswechselspieler hat Maurizio Jakobacci hier mit nach Stockheim gebracht. Maximilian Rothauscher mit der 28 fürs Tor. Jetzt die Möglichkeit für Schubert. Und dann ist es Quadvo, der nach dem Fehler von Tim Kloss hier noch entscheidend reinkrätschen kann und zur Ecke klären kann. Ja, das sind Sachen, die dürfen hier natürlich nicht passieren, wenn ich es vorher schon verschrien habe und gesagt habe, ja, damit ist das Spiel eigentlich durch, wenn du Stockheim so einlädst und ihn in die Bälle so hinspielst, dann kann so ein Schuss bei dem Boden auch mal schnell im Netz landen. Julius Schmidt da hinten vollkommen beschäftigungslos. Und ja, dann ist der Ball nicht im Tor, sondern es gibt Ecke. Der Ball links am Pfosten vorbei, über die Werbebande hinten auf dem Tornetz gelandet. Löwenspieler noch dran, den Ball abgefälscht. Und dann gibt es Ecke, auch wenn der Torschrei ungefähr 2998 der 3000 Tischer den Ball im Tor gesehen haben. Ob 60 jetzt wirklich zittert, wie der Stadionsprecher hier doch sagt, ist jetzt die Frage. Trotzdem Situationen, jetzt 2 in Folge, nahezu 3 in Folge, über die sich Maurizio Jakobacci draußen sicherlich nicht freuen wird, über die auch wir uns nicht freuen und wo man am Ende sagt, die es auch in so einem Spiel eigentlich nicht geben sollte. Absolut richtig. Und wenn du jetzt gerade über die Bank sprichst, relativ dünn besetzt, trotzdem nur knapp 5 Sitzplätze. Jetzt der nächste Fehler wieder der Löwen im Aufbauspiel. 5 Sitzplätze jeweils nur auf den Bänken vorhanden. Dementsprechend die Löwen relativ eng beisammen auf der Ersatzbank. Sven Olaho, ja, den nächsten Ball in Richtung Tarsis Bonga spielt, die Flanke unpräzise. Aber jetzt gibt es gleich Platz auf der Löwenbank. Jörg Mikolajt hat sich sein Leibball schon übergezogen. Die Spieler haben es in der Hand. Die Jungs gehen jetzt zum Warmlaufen, um sich hier ein bisschen zu bewegen. Es ist nicht kalt hier. Wir sind bei 18 Grad, aber es ist nass und es ist regnerisch. Von dem her, ja, so ein bisschen bewegen schadet sicherlich nicht. Jetzt Kilian Ludewig mit dem Schussversuch da, ungefähr 11 Meter vom Tor entfernt, aber geblockt. Und ja, da muss man sagen, was ist das im Mittelfeld, Felix? Wenn ich schaue, den Rückpass von Marlon Frey, den Stockfehler von Tim Kloss, ist das nicht vernünftig auf den Platz eingestellt? Ist das ein bisschen unkonzentriert?
Was ist das? Man könnte jetzt sagen, die Mannschaft hat in der Formation noch nicht zusammen gespielt. Dann würde man uns allerdings vorwerfen, wir würden es schönreden. Wir würden schönreden, gleichermaßen, aber auch gestern schon die Mannschaft, so wie sie jetzt heute auf dem Platz steht, die eine oder andere Übung auch zusammen gemacht. Deswegen kann das nicht als Ausrede genutzt werden. Außerdem die Mannschaft oder die Jungs auch so in den Trainings spielen, egal ob in der Formation, aber die Passwege, die Laufwege sind soweit einstudiert und ja, sind Unkonzentriertheiten dabei. Die Ernsthaftigkeit möchte ich jetzt hier an der Stelle auch überhaupt nicht absprechen. Aber sicherlich spielt auch der Platz da eine Rolle. Nichtsdestotrotz darf das eine Woche vor dem Saisonstart natürlich nicht passieren, wenn die Fehler so gegen Mannheim vorkommen. Dann steht es hier auch gut und gerne mal 2-3-0 für Mannheim. Dementsprechend sind die Löwen jetzt hier zur Vorsicht aufgerufen. Wir sprechen es gerade an. Missverständnis hier zwischen Ludewig und Schmid. Wieder eine Möglichkeit für Stockheim, jetzt schön durchgesetzt, steckt auf Mansur Orutakba, aber dann ist Lifka wieder da, der Ball auf der Linie aufgenommen. Und damit knapp 10 Minuten vor Ende der ersten Halbzeit weiterhin 1-0 für 60 München, aber auch hier ist anzumerken, dass nach einem Fehler von Stockheim im Aufbauspiel aus dem Spiel aktuell noch wenig Torgefahr in Richtung Stockheim. Viel läuft über die rechte Angriffsseite der Löwen, über Bonga, ohne dass dabei bis jetzt Gefahr in Richtung Stockheimer Tor ausgestrahlt wurde. Ja, wenn wir hinter das Löwentor schauen, jetzt Suleimani, Lang und Ludewig, die drei, die sich warm laufen. Jetzt aber wieder Stockheim hier im Vorwärtsgang. Mal und frei macht es gut. Holt sich den Ball, schaut nach vorne. Devin Sür wird hier angespielt auf der linken Seite. Zurück auf Mal und frei. Erol Senulaho bringt den Ball in die Mitte. Devin Sür kommt aber nicht ran. Ball wieder zu lang und ins Tor aus. Sollte sich übrigens jemand wundern, wo denn die Löwen ihre Ärmelpatches haben, da wir den Toto-Pokal spielen, in den Durchführungsbestimmungen geregelt, dass der linke Ärmelsponsor Bet 3000 und der rechte Ärmelsponsor B-Win hier nicht getragen werden dürfen. Und ja, also rechts das Liga-Logo und links Bet 3000, der die 60 München jetzt unterstützen, mittlerweile im, ich glaube, vierten Jahr. Fünftes Jahr, glaube ich. Fünftes Jahr schon. Die Löwen auf der Trainingskleidung, auf der Spielkleidung, überall am linken Ärmel das Logo des Löwen-Wettpartners drauf. Wie gesagt, im Pokalspiel hier nicht möglich. Jetzt schön gespielt. Miloš Čočić, Erol Senulaho und dann steht es hier nach mittlerweile 38 gespielten Minuten 2-0. Ja, die Situation zeigt, wie einfach es dann doch gehen kann. Entschuldigung. Während der Stadionsprecher hier ein paar Probleme hat bei der Aussprache von Erol Senulaho. 2-0. Für 60 München. Schnörkellos, einfach, schnell gespielt. Steckpass von Miloš Čočić. Und dann steht es hier 2-0. Ich habe es vorhin mal gesagt. 1-0, das Spiel ist durch. Dann die Chancen für Stockheim. Und nachdem wir von zu Hause ja von allen möglichen bestens unterstützt werden, Wilson Pierce, Infront-Chef im Haus von 60 München, natürlich sofort mit der Information, Bet 3000 seit 2017 treuer Partner von 60 München.
2018. Er hat sich gerade nochmal korrigiert. Seit 2018 treuer Partner von 60 München. Danke an der Stelle an Bett 3000. So, das ist Bonga jetzt mit dem Ball. Kommt er in den Strafraum, legt zurück auf Senulahu. Und der Schuss geht nebenan ins Feld. Und nutzen wir nochmal die Möglichkeit, um auch nochmal auf den anderen Platz zu schauen. Da mittlerweile auch 40 Minuten gespielt. Immer noch 1:0 für Hutturm. Ingolstadt schafft es dort wohl aktuell auch nicht, große Gefahr in Richtung Tor auszustrahlen. Im Gegensatz zu 60 München finden Lackenmacher, Devin Zür, Mansur Odutakba und wieder Lucky, aber der trifft den Ball nicht ganz. Keeper kann problemlos aufnehmen und dann bleibt es beim 2:0 für 60 München. Kurz vor der Halbzeitpause werden sich unten schon die Cheerleader-Gruppe für die Halbzeitpause in Stellung bringt. In weiß und blau gekleidet. Wieder mit dem Versuch des Diagonalpass auf Tarsis Bonga. Kommt nicht ran und damit wieder Einwurf für 60 München, für Stockheim. Johannes Wittmann, ja, hier das ein oder andere Privatduell mit Tarsis Bonga schon geführt hat, da zum Meistern doch als Sieger hervorgegangen ist. Und als schön, aber Senulahu auf Devin Zür lässt einen Gegenspieler aussteigen und versucht es dann mit dem Abschluss. Lange Ecke, wahrscheinlich erfolgsversprechender gewesen als der Versuch zwischen den Beinen des Keepers hindurch. Tarsis Bonga jetzt mit seinem Schuss aus der Entfernung und auch der Ball links am Tor vorbei. Das Aktualisieren der Anzeigetafel haben die Gastgeber hier aufgegeben. Da drüben steht es noch 0-1. Aber Lackenmacher und Senulahu, die beiden Torschützen für 60 München. 0:2 der aktuelle Spielstand. Leroy Quadwo verliert hier den Ball gegen seinen Gegenspieler, gegen die 14 René Schubert. Und dann gibt es auch vollkommen zu Recht für das Halten in der Mittellinie hier die gelbe Karte gegen den Neuzugang, der in seinem ersten Pflichtspiel dann auch gleich die erste gelbe Karte sieht. Freistoß jetzt auf Höhe der Mittellinie, knapp 3 Minuten. Hier in der ersten Halbzeit noch zu spielen. Kann hier auch wieder mit einem Langball in Richtung Julius Schmid rechnen. Der Versuch, über Wittmann den Ball in die Mitte zu spielen, hat nicht ganz funktioniert. Abschluss für 60 München über Miloš Kucic, der auch. Wir haben übrigens noch eine Meldung. Fab Müller, offensichtlich ja. Kenner des Stockheimer Fußballs. Vorher hast du erwähnt, René Schubert im Herbst seiner Karriere. Der Stockheimer Fußballgott ist noch in seiner Primetime. Der Stockheimer. Sollen wir dir an der Stelle ausrichten. Dann natürlich an der Stelle ein großes Entschuldigung in Richtung René Schubert. Wovor heute seine Karriere beendet, auch erst mit 45, von dem her eben. Auch in der Kreisliga ist 40 noch kein Alter, es tut mir leid. So ist es. Und wenn ich die Fragen hier so durchgehe, sehe ich immer wieder die Frage, wird denn noch ein Stürmer verpflichtet? Und wir haben es beim letzten Spiel schon gesagt und ich sage es heute gern wieder. Das sind Fragen, die wir an der Stelle natürlich alle nicht beantworten können. Und jetzt gelb-rot. Sieht der Schiedsrichter gelb-rot gegen Leroy Quadwo, der den Ball da an die Hand bekommen hat im Laufduell. Das müssen wir uns an der Stelle nochmal in der Wiederholung anschauen. Hier sehen wir es am Bild hier im Extrem. Ja,
ihr nochmal ein bisschen in dem Rückspulen, haben wir es nochmal ganz kurz gesehen, die Situation, wo der Ball in Richtung Hand springt, kommt hier nochmal, geht mit dem Kopf hin, berührt ihn natürlich vorher mit dem Kopf, springt vom Kopf an die Hand und in dem Fall wäre es natürlich so, wenn er ihn vorher berührt mit dem Kopf und er dann an die Hand springt, dass die Karte nicht gerechtfertigt wäre, aber gut, wir sehen es in der Wiederholung nicht vernünftig. Der Schiedsrichter stand näher dran. Fakt ist, Leroy Quadwo geht in die Kabine mit Gelb-Rot 60 mit 10 Mann. Noch ein Freistoß für den FC Stockheim. Um 44 Minuten 30 Sekunden gespielt. Eine der letzten Aktionen in der ersten Spielhälfte unter der lautstarken Anfeuerung des Bürgermeisters. Niklas Lang macht sich aber auch gleich auf der Bank schon bereit. Wird dann bei der nächsten Möglichkeit kommen, es sei denn, Schiedsrichter Daniel Reich pfeift nach dem Schuss ab. Und dann ist es René Schubert, Fußballgott hier aus Stockheim, der die Möglichkeit nutzt und dann zum 1:2 trifft. Wir sehen es hier nochmal in der Wiederholung. Ins lange Eck, eiskalt abgeschlossen. Und damit steht es hier 1:2. Und das Spiel ist wieder offen. Dem 1. FC Stockheim und 60 München. Und wir hören uns dann auch gleich wieder hier zu den zweiten 45 Minuten. Thank you.
jemanden, das ist nicht selbstverständlich, dass er da ist. Ich begrüße unseren Präsidenten des Bayerischen Fußballverbands, Herrn Christoph Kern. Vielen lieben Dank, dass Sie den Weg nach Oberfranken gemacht haben und dafür schon mal einen herzlichen Applaus bitte. Herr Kern, Sie sind jetzt seit einem Jahr circa, ich glaube im Juni war die Wahl, Präsident. Wie fühlt sich das an? Die Frage kriege ich mich auch nicht zum Beispiel. Es fühlt sich genauso an, wenn man neuer Politiker wird, wenn man solche Termine wie heute hat, fühlt sich das einfach super an, weil man sieht, was ein Verein auf die Beine stellen kann binnen kürzester Zeit. Und dann fühlt sich das insgesamt super an, so einen Verband vertreten zu dürfen, wo es Vereine gibt, die solche Spiele organisieren können. Ja, wunderbar. Ja, vielen Dank, Herr Kern. Und Sie wissen ja, wir sind Oberfranken Spitze. Dann herzlich willkommen zu Halbzeit 2 hier in Stockheim. 60 München zur Pause dreimal gewechselt aus der Partie. 5 Erol Seinulahu, 13 Tarsis Bonga und 19 Finn Lackenmacher. 9 Spiel jetzt mit der 3 Niki Lang, 22 Vale Sulimani und 31 Niklas Tanat. Damit 2 Torschützen in der ersten Halbzeit ausgewechselt. Neuer Schwung im Sturm. Und mit Niki Lang dann hinten die Vierer Abwehrkette auch wieder komplettiert. Und es ist hier insgesamt gerade etwas schwer, sich zu konzentrieren, wenn gleichzeitig der Bürgermeister einem hier ins Ohr brüllt. Aber wir sehen jetzt drüben den Schiedsrichterassistenten, der die 3 Wechsel aufschreibt. Und dann kommen die Jungs jetzt rein. Und dann geht es weiter mit dem dann doch eher überraschenden Spielstand von nur 2:1 für 60 München. Und wer gegen Ende der ersten Halbzeit nicht mehr dabei war, Leroy Quadwo, bei seinem ersten Einsatz für 60 München mit Gelb-Rot vom Platz. Ja, ein Halten im Mittelfeld, ein Handspiel in der Nähe des 16-Meter-Raums. Da hat sich Schiedsrichter Daniel Reich für Gelb-Rot entschieden. Und dann geht es jetzt hier jeden Moment in Halbzeit 2. 10 Löwen gegen 11 Stockheimer Kreisligisten. Spiel ist freigegeben. 45 Minuten sind hier noch zu gehen. Stockheim ohne Wechsel auf den Platz zurückgekehrt. Gab aber auch aus Sicht der Stockheimer keinen Anlass dazu, hier nachzujustieren. Der 2:1 Anschlusstreffer kurz vor Ende der ersten Halbzeit von René Schubert. Natürlich die Stimmung hier hochkochen lassen und die Stockheimer haben es vorher gesagt, mit einem Anschlusstreffer oder einem Ehrentreffer hier sind sie zufrieden. Jetzt nach 45 Minuten steht es nur 2:1 aus Sicht der Löwen, von dem her aus Sicht der Stockheimer alles im Lot und die nächsten 45 Minuten werden dann aus Löwensicht hoffentlich erfolgreicher bestritten. Wir haben es zu Beginn mal gesagt, als wir gefragt wurden, was wir heute schätzen. Rainer war beim 3:0, ich war beim 5:0, liegen wohl heute beide daneben. Nichtsdestotrotz die Löwen jetzt mit einem Mann weniger trotzdem in der Pflicht, hier das Spiel klarer und deutlicher zu gestalten, als das noch in den ersten 45 Minuten der Fall war. Ja, trotzdem, man sieht es ja jetzt schon in dieser Situation hier auch bei 10 gegen 11 konntest du entsprechend Druck ausüben, um die Kreisligisten, man darf es nicht vergessen, um die Kreisligisten hier in der eigenen Hälfte zu beschäftigen, um sie laufen zu lassen, um sie hier ein bisschen müde zu spielen. Das muss jetzt hier ganz klar das Ziel sein. In der Hinterhand noch Karl Kurz und Fabi Greilinger, zwei schnelle Spieler, die hier dann auch nachher noch kommen können und hier noch einiges machen können. Also da wird's laufen. Anruf jetzt für 60 München. Miloš Krucic heute wieder auf der linken Außenverteidigerposition. Das schon am vergangenen Wochenende kurzzeitig mal gespielt beim Turnier
in Heimstetten sonst eher in der Offensive beheimatet. Gerade angesprochen, zwei Außenverteidiger haben die Löwen noch in der Hinterhand mit Kahn Kurt und mit Fabi Greilinger. Spielen die Stockhammer hier schön hinten raus. Und jetzt der lange Ball von Vogel. Der hat Oberst aber nicht mitgemacht. Schubert kam auch nicht hinterher. Der neue Niklas Tarnert. Stockheim mal mit dem Versuch über Gresser und Schubert eines Pressings. Das lösen die Löwen aber gut. Und dann das Vorspiel von Wittmann gegen Oro Takba. Dann geht es direkt wieder nach vorne. Kilian Ludewig mit dem langen Ball. Milos Čočić. Der spielt in Richtung Devin Süher-Stockheim. Den Ball über die Seitenauslinie zum Einwurf. Und jetzt die Löwen wieder im Vorwärtsgang. Niklas Tarnert, Marlon Frey spielt nach außen. Mansur Oro Takba. Dann kommt der Ball in die Mitte. Und dann liegt er drin, aber die Fahne ist oben. Der Treffer von Valmir Sulimani zählt leider nicht, aber auch hier sieht man wieder schnelle Kombinationen, schnelle, präzise Zuspiele und dann liegt der Ball im Tor. Das muss hier die Marschroute für Halbzeit 2 sein, in der Hoffnung, dass 60 München hier mit einem dritten Tor dann doch für mehr Ruhe sorgen kann. So nur ein Tor Unterschied und eigentlich wollten wir heute darauf gar nicht eingehen. Trotzdem müssen wir es an der Stelle fast erwähnen, Regularien Toto-Pokal nach 90 Minuten direkt Elfmeterschießen. Und wir haben es vorhin schon mal angesprochen, auch beim 2:0 schnelles, einfaches Spiel. Ansonsten ein Thema, das sich durch die Vorbereitung der Löwen zieht, die Genauigkeit insbesondere beim letzten Pass. Ein großes Manko gewesen und auch heute wieder in vielen Situationen ohne die Passgenauigkeit dann im letzten Drittel und damit natürlich die ein oder andere Situation dann verpufft. Das ist natürlich noch ein Thema, das im Blick auf das Spiel am Samstag, den Saisonstart gegen Mannheim, natürlich unbedingt noch verbessert werden muss. Jetzt wieder abseits von Oro Takba. Und eine gute Dinge sind drei. Ein dritter frischer Mann gegen unseren starken FC Stockheim. Einmal der Niklas Lang. Ja, Stadionsprecher spricht es gerade an. Starker FC Stockheim. Also, was die Jungs hier bieten, muss man sagen, wirklich stark. Hauen sich hier voll rein. Am Wochenende noch vor 111 Zuschauern drüben am Kunstrasenplatz gespielt, jetzt vor 3000 Zuschauern. Gegen 60 München holen hier wirklich alles aus sich raus, kämpfen, beißen und haben sich hier auch verdient, dass es nur 1:2 aus ihrer Sicht steht, dass hier 60 München nicht standesgemäß führt. 1:0. Am Wochenende gegen den SC Jura Arnstein gewonnen. Saisonauftakt für Stockheim. Am von dir angesprochenen Kunstrasen. Das Ganze ein ehrenamtliches Projekt. Viele Ehrenamtler haben dabei geholfen mit über 8000 Arbeitsstunden. Auch während der Corona-Unterbrechung hier dann in Kleinstgruppen den Kunstrasen gebaut. Jetzt schauen wir wieder aufs Spielfeld. Die nächste Kontermöglichkeit unterbunden von Tim Kloss. In über 8000 Stunden hier ehrenamtlich das Ganze auf die Beine gestellt mit Unterstützung von Stadt und Land.
bietet nicht nur Stockheim, sondern über 30 Vereine im Umland die Möglichkeit für Sport im Freien. Und das ist natürlich auch, wenn man die Jugendarbeit auch von 60 München anschaut, immer extrem wichtig, dass da die jungen Leute nicht nur irgendwo daheim sitzen, sondern auch Sport treiben. Und von dem her ein sehr, sehr schönes und tolles Projekt, das hier in Stockheim auf die Beine gestellt wurde. Tja, jetzt Kilian Ludewig Mansur Odo Takba, der versucht da durchzustecken auf Marlon Frei. Aber wieder Stockheim hier mit dem Ballbesitz und der Regen nimmt jetzt hier wieder zu. Der Wind nimmt zu und der Schiedsrichterassistent hat hier die Fahne oben. Abseitsposition in der Löwenoffensive, wieder Freistoß für Stockheim. Und die haben hier keine große Eile von hinten aufzubauen. Spielen jetzt aber den langen, langen Ball nach vorne. Kilian Ludewig mit dem Kopfball, Marlon Frei genau an der Mittellinie, nimmt dann den Ball runter, kann ihn dann aber nicht in die Vorwärtsbewegung umsetzen, verliert den Ball. Und wieder Stockheim im Vorwärtsgang, Ludewig hier gegen die 10, gegen Luan Vogel. Der spielt ihm den Ball zwischen die Beine durch, dann kommt der beherzte Griff von Kilian Ludewig und es gibt Freistoß für Stockheim und die gelbe Karte gegen Kilian Ludewig. Und in der Zwischenzeit hat Ingolstadt ausgeglichen, 1:1. Während der Regen jetzt hier auch wieder zunimmt und den Strafraum gerade der Löwen, der lässt sich noch gut erkennen. Der Mittelkreis mittlerweile wieder komplett verschwunden, Teile der Mittellinie auch nicht mehr zu erkennen. Und ja, der Regen weht jetzt hier auch zu uns auf dem Balkon. Es ist äußerst unangenehm und unangenehm auch die Freistoßsituation, die jetzt hier dabei kommt von der Seite. Devin Zür steht. Und Ball kommt in die Mitte, steht einer vollkommen frei hinten im 16er, der dann auch zum Kopfball kommt. Es war die 2, es war Michael Hoderlein. Und Glück für 60, dass er den Kopfball hier nicht unter Kontrolle bringen kann, beziehungsweise nicht aufs Tor bringen kann. Niki Lang schießt hier sogar Niklas Tarnert in die Hacken, also 60 München jetzt komplett ja, von der Rolle. Und ja, die müssen jetzt schauen, dass sie sich hier bei diesen wirklich grausligen äußerlichen Bedingungen jetzt hier versuchen, sich zusammenzureißen, man muss es ganz klar so sagen, und möglichst schnell das dritte Tor erzielen, damit hier dann Klarheit herrscht und Stockheim hier nicht das Gefühl hat, mit einer Aktion ausgleichen zu können. Jetzt Marlon Frei, der immer noch die Kapitänsbinde trägt. Mansur Odo Takba, der könnte jetzt rechts auf Ludewig spielen, entscheidet sich fürs Dribbling, für den Schuss und wird dann wieder geblockt. Einwurf Niklas Lang. Niklas Tarnert auf Milos Čurčić. Und die Löwen immer wieder hier im Vorwärtsgang. Von 10 gegen 11 ist wenig zu merken. Die Löwen ja in Unterzahl seit der gelb-roten Karte gegen Leroy Quadwo. Jetzt Marlon Frei. Und auch da war eine Hand im Spiel, das hat der Schiedsrichter jetzt nicht wahrgenommen. Devin Zür tanzt, bringt den Ball jetzt hoffentlich von der linken Seite in die Mitte. Findet Oro Takba, der auf Soleimani, zurück auf Marlon Frei und dann ist der Ball im Tor. 3:1 für 60 München. Wir schreiben Spielminute 58 und haben damit hoffentlich wieder etwas mehr Ruhe im Spiel. Und
Schauen wir mal in der Wiederholung an. Der Winsöhr setzt sich außen durch und dann schafft es Stockheim nicht, den Ball entscheidend zu klären. Und dann sieht Lifka etwas unglücklich aus beim doch zentralen Abschluss von Marlon Frei. Wechsel jetzt bei Stockheim aus der Partie. Gehen Johannes Wittmann und Daniel Kresser und neu in die Partie kommen Robin Bieberstein. Und von Kele Traoré sollte das sein. Während drüben bei 60 München sich jetzt Fabian Greilinger und Kahn Kurt schon umgezogen haben, Maurizio Jacobacci wird noch zweimal wechseln. Unterdessen sehen wir hier wieder noch einen Stockheimer Angriff und einen Abschluss vorbei an Kilian Ludewig. Es ist Luan Vogel, der hier vorbeispielen kann und abschließt. Julius Schmidt zeigt, dass warum er hier Torhüter bei 60 München ist, stellt sich da gut in den Weg, klärt die Situation und dann geht es wieder nach vorne. Devin Sür in der Mitte lauert Marlon Frei. Der Ball kommt aber direkt aufs Tor, klatscht an die Querlatte und geht zum Abstoß ins Aus. Devin Sür reklamiert hier, dass Lifka am Ball gewesen ist. Daniel Reich sieht das anders. Lässt sich auch in der Wiederholung nicht ganz auflösen. Abschluss zumindest jetzt vom Tor der Stockheimer. 60. Spielminute jetzt 3:1 für 60 München nach dem Tor von Marlon Frei. Der Ball auf Traoré, Klos kommt ran und klärt entscheidend im Verbund mit Miloš Kočić. Liegt lang auf Ludewig. Stockheim macht hier nicht den Anschein, als würden sie nach dem erneuten 2-Tore-Rückstand hier zurückstecken, sondern versuchen weiterhin auch die Löwen-Defensive unter Druck zu setzen. Jetzt ist es wieder Sür auf Frei und der Ball geht deutlich über das Stockheimer Gehäuse. Damit bleibt weiterhin beim 3:1 für 60 München. Der Regen hat jetzt hier auch wieder ein wenig nachgelassen. Nichtsdestotrotz die Markierungen, die vor dem Spiel dann noch mit roter Sprühfarbe nachgezogen werden mussten aufgrund der starken Regenfälle hier in den letzten Tagen und auch insbesondere in den Stunden vor dem Spiel. Mittlerweile auch insbesondere die Mittellinie kaum noch zu sehen. Ja, aber trotzdem muss man sagen, und ich kann mich da nur wiederholen in den Toto-Pokal-Runden, diese Vereine wie hier der erste FC Stockheim, die normal Spiele vor 111 Zuschauer austragen, müssen hier innerhalb einer Woche so ein Fußballfest organisieren. Und während wir hier sehen, wie der Keeper stark gegen Soleimani klärt und das die nächste Ecke für 60 München gibt, muss man sagen, die ganze Geschichte hier herausragend organisiert. Der ganze Ort hier schon gut abgesperrt. Hier im Stadion verschiedenste Essensstände. Hier die Zuschauertribünen. Bei widrigstem Wetter hat hier trotzdem jeder seinen Spaß, weil die Organisation einfach großartig ist. Die Freundlichkeit großartig ist und man hier ganz klar sagen muss, ein tolles Fußballfest, das der erste FC Stockheim hier organisiert hat. Schön, dass wir da sein dürfen. Schön, dass wir hier unseren Teil dazu beitragen dürfen. Und am Ende hoffen wir jetzt, dass die Mannschaft hier noch mit 1-2 Toren sich hier nochmal bedankt, auch dafür, den Zuschauern hier was zeigt. Und muss sagen, jetzt in der zweiten Halbzeit dann doch der Vorwärtsdrang jetzt auch wieder mehr gegeben und stimmt uns schon wieder etwas positiver.
Und ein schönes Kreisliga-Bild jetzt hier zu sehen. Maxi Lifka, der sich bei der Situation wehgetan hat, bei dem Klärungsversuch gegen Soleimani. Jetzt wohl auch ausgewechselt werden muss. Der Ersatzspieler mit dem Arztkoffer aufs Spielfeld gelaufen. Ich kenne es selber. Da kommt ein kurzes Eispray zum Einsatz und entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht. Jetzt der Betreuer noch dabei. Jetzt kommt der Trainer gelaufen. Lifka möchte natürlich hier nicht ohne weiteres vom Platz gehen. Absolut verständlich. Wir haben es mehrfach schon gesagt und sagen es auch immer gerne wieder. Das ist gerade angesprochen hier, was die ganze Organisation rund um dieses Spiel mit sich bringt. Für die Spieler auch das Spiel ihres Lebens. Und jetzt... Und jetzt kommt derjenige, jetzt kommt der eben gerade die Behandlung durchgeführt hat, bekommt am Platz das Trikot übergezogen und geht jetzt ins Tor. Natürlich sehr, sehr bitter für Stockheim, die jetzt mal aus reiner Fußball begeisterter Sicht natürlich hier einen großen Kampf geboten haben. Die Löwen zur Halbzeit in Bedrängnis gebracht haben, auch nach Wiederanpfiff. Die Löwen mit Fehlern im Aufbauspiel und Problemen hier die Stockheimer in eigene Gefahr zu bringen. Und natürlich jetzt schade aus Sicht der Stockheimer, dass Lifka hier jetzt vom Platz gehen muss. Das lässt sich für uns leider nicht sagen, wer dafür gekommen ist. Ja, es ist auch kein Ersatztorhüter auf der Bank festgelegt. Michael Hanke hören wir jetzt gerade, geht jetzt ins Tor. Und der nette Geschichte, die ich gerade erfahren habe, der eigentliche Ersatztorhüter beim ersten FC Stockheim ist derjenige, der das Ganze hier maßgeblich organisiert hat, der hier neben dem Platz so viel zu tun hat, dass er heute eben nicht als Ersatztorhüter einspringen kann. Und ja, wird dafür bestraft, dass er hier die Organisation übernommen hat. Aber Andi Scherbel war ja auch unser Ansprechpartner hier vom ersten FC Stockheim, der sich auch hier um die TV-Positionen gekümmert hat, um unsere Kommentatorenplätze gekümmert hat. Und ja, großartig, dass er das gemacht hat. Er hat es auch großartig gemacht. Und er hätte es verdient. Und er hätte es verdient gehabt, jetzt gegen 60 München im Tor zu stehen. Tut mir jetzt ein bisschen leid für ihn. Michael Hanke aber die Ecke wunderbar entschärft. Und dann gemäß dem Motto Hoch und Weit bringt Sicherheit den Ball lang in Richtung Julius Schmidt geschlagen. Der dann da durchaus mit dem langen Ball Probleme hatte, den erstmal sicher geklärt hat. In den Nachbarsgarten. Und jetzt sehen wir Fabian Greilinger, der zur Bank kommt. 60 München wird dann gleich nochmal auswechseln. Milos Čočić wäre Kandidat, falls positionsbezogen hier gewechselt wird. Aber lassen wir uns überraschen, was Maurizio Jakubacci vorhat. Jetzt die Löwen im Vorwärtsgang und dann sieht der Schiedsrichter ein Foul von Soleimani da im Laufduell und pfeift entsprechend ab. Soleimani geht dann fair zu seinem Gegenspieler, hilft ihm auf und dann wird es sicherlich auch gleich weitergehen. Die Hand in Richtung Gesicht, ohne hier Absicht zu unterstellen. Freistoß jetzt durch Michael Hanke, der ansonsten ganz passend zu dem Wetter Bademeister ist. Ah ja, wahrscheinlich haben sie ihn deswegen auf den Feld geschickt. Ja. Dann kriegen wir nochmal die lautstarke Bestätigung für das, was dir vorher schon gesagt worden ist, dass Michael Hanke im Tor steht. Unterdessen fährt hinterm rechten Tor der Löwenbus schon vor, der dann nachher Spieler und Staff wieder sicher nach München bringen wird. Unterdessen tatsächlich Fabian Greilinger für Milos Čočić im Spiel. Und
Wir schauen wieder nach vorne. Sulimani jetzt bringt den Ball in die Mitte. Da steht Devin Zür, aber wieder ein Abwehrbein im Weg. Situation geklärt. Und die nächste Angriffswelle rollt, während es hier jetzt dann doch relativ dunkel wird. Mit Wolken verhangen im Himmel und nach wie vor starkem Regen. Gut, 20 Minuten noch zu gehen. Sollte halten, aber wir haben es ja anfänglich schon mal angesprochen. Und auch das der Grund, wenn man sich fragt, warum kommen denn am Anfang der Saison so viele Toto-Pokal-Runden nacheinander? Heute die erste Runde, dann am 15. die zweite Runde. Im Anfang Oktober dann schon die dritte Runde. Sollte 60 München hier die dritte Runde erreichen. Aber wahrscheinlich erst im November dann aufgrund einer englischen Woche als Parallelspiel. Aber es liegt ganz einfach daran, dass wir hier das Flutlicht bei den Kreisligisten und auch Bezirksligisten teilweise eben nicht vorhanden ist und dementsprechend müssen die Spiele bei Tageslicht ausgetragen werden. Ich glaube, bis zum Viertelfinale alles dann bis Oktober und dann Viertelfinale, Halbfinale und dann Finale dann wieder ab März, April. So, jetzt die Chance für Frei. Oder Takpa da in der Mitte müsste zurücklegen auf Sulimani, tut das auch. Schuss wird auf der Linie geklärt. Da stehen gleich zwei Mann auf der Linie und dann ist es wieder Kilian Ludewig, der zurückgepfiffen wird. Nach einem kleinen Schubser, auch er schon gelb belastet. Vom Schiedsrichter haben wir gelernt, der hätte auch kein Problem damit, gelb-rot zu zeigen. Kurt Kahn aber wieder mittlerweile beim Warmmachen nicht mehr an der Ersatzbank. Das ist natürlich auch nochmal eine Option. Wieder Nummer 18, Frankene, Traore und wieder Nummer 6, Robin Bieberstein. Stockheim übrigens, wie die Löwen im DFB-Pokal mit der Spielpaarung auf der Brust. Haben sich Stockheim gegen 60 München das heutige Datum auf ihre Trikots flocken lassen und werden nach diesem Spiel und nach ihrem großen Kampf heute das Trikot mit Sicherheit dann auch in Ehren halten. Und wenn sie in den nächsten Spielen wieder damit auflaufen, dann werden sie sicherlich auch dem einen oder anderen Gegner von dieser Partie nur erzählen. Jetzt Kurt Kahn wird in Richtung Ersatzbank zurückgerufen. Dementsprechend ist hier auch nochmal mit einem Wechsel seines Maurizio Jakobacci zu rechnen. Kian Ludewig, ein Kandidat, wir haben es angesprochen, gelb vorbelastet. Und das natürlich dann eine reine Vorsichtsmaßnahme. Die Löwen seit der 44. Spielminute nach der gelb-roten Karte von Liro Kvadwo in Unterzahl. Und dann möchte Maurizio Rapace sicherlich hier 20 Minuten vor Schluss nicht das Risiko eingehen, daraus eine Zweimann-Unterzahl zu machen. Flanke jetzt von Devin Zür. Oh, und die nächste Verletzung. Ah, es ist ein Krampf. Da Luan Vogel. Ah, hätte er vielleicht lieber liegen bleiben sollen, hätten die Löwen wahrscheinlich das Spiel unterbrochen. So läuft das Spiel weiter. Greilinger auf Frei, zurück auf Devin Zür. Scheint aber schon wieder. Walle Sulimani jetzt am Ball. Und während sich Vogel immer noch die Wade dehnt, die Löwen weiter im Vorwärtsgang. Ludewig, Oro Takpa, Vogel schon wieder mit der Grätsche. Also bei ihm schaut es auch schon wieder, obwohl er noch humpelt, etwas besser aus. Oro Takpa jetzt mal und Walle Sulimani ist es. Aber dessen Versuch wird geblockt. Und die nächste Welle kommt über Fabi Greilinger. Schöner Ball auf Sulimani, vollkommen frei vorm Keeper. Da ist der Keeper mit der Hand am Bein. Der Schiedsrichter verweigert Sulimani den zweiten Elfmeter in Folge. Vorhin schon nach dem Foul an der Torlinie. Und auch jetzt wieder gibt es keinen Elfmeter für
Soleimani und jetzt wechselt 60 München aus. Auch in der Wiederholung zu sehen, der Ball springt zwar weg, aber das ist das Bein von Soleimani, das Hanke hier trifft. Glück für den Torwart des Stockholmer und es ist nicht Kian Ludwig, es ist Mansur Orutakba, der in der 73. Spielminute das Feld verletzt, lässt der letzte Wechsel auf Seiten der Löwen. Damit ist nur noch Maxi Rothauscher, der Torwart der zweiten Mannschaft der Löwen, auf der Bank. Alle Feldspieler jetzt mit ihren Einsatzminuten. Kian Ludwig rückt eine Position nach vorne und kann Kurt auf die angestammte Rechtsverteidigerposition. Währenddessen erhöht Ingolstadt auf 1:2. Damit scheint auch hier die Überraschung auszubleiben. Stockheim wechselt aus der Partie, geht Luan Vogel, der gerade schon mit Krämpfen im Oberschenkel zu tun hatte, und neu in der Partie dann mit der Nummer 20, Robin Tögel. Oh, und jetzt Julius Schmidt spielt Tim Kloss den Ball in die Ferse. Und dann muss Julius hier einmal fliegen. Glück. Und den Ball retten. Glück für 60. Da hat Schubert eigentlich das Tor frei zum zweiten Tor. Kriegt nicht genug Kraft hinter den Ball. Glück für 60 München. Sonst wäre es hier 14 Minuten vor Ende noch einmal spannend geworden. Oh, Fabian Greilinger da alles andere als zufrieden mit der Gangart seines Gegenspielers. Hat da nochmal ein paar Töne auch Richtung Schiedsrichter übrig. Fabi, ja, einer, der immer 100% gibt, der auch in so einem Spiel nicht zurücksteckt, nicht zurückzieht und auch hier seinen Emotionen da freien Lauf lässt. Jetzt aber Freistoß für Stockheim. Die Chance, den Ball nochmal per Standardsituation in die Mitte zu bringen. Hier nochmal den einen oder anderen in gefährliche Kopfballsituation zu bringen und vielleicht dann doch nochmal zu verkürzen und das Spiel nochmal spannend zu machen. Ball fliegt jetzt in die Mitte, fliegt aber durch den 16er hindurch und auf der Haupttribünenseite hier ins Tor aus. Einwurf für Karin Kurz und 60 München. Sind hier noch zu spielen und werden sich die Löwen hier wieder selber in Bedrängnis bringen. Schaffen sie es dann doch hinten raus zu kombinieren. Fabi Greilinger jetzt mit dem Antritt. Gut, dass ihn der Gegenspieler hier nicht trifft. Kann auf Devin Zür spielen, der wieder nach vorne. Soleimani kommt der Keeper raus, die beiden prallen zusammen. Und Soleimani versteht da langsam die Welt nicht mehr. Aber gut, dass er den Pfiff gegen sich kriegt, war klar. Die ersten beiden dann doch Michael Hanke feiert sich da selber für diese Aktion ohne Rücksicht auf Verluste, robust hier in den Zweikampf gegangen, kommt aber vor Soleimani an den Ball, ja, und steht aktuell noch bei keinem Gegentor. Also auch für ihn sollte es dabei bleiben, eine Geschichte, die er sicherlich immer wieder zum Besten geben will. Jetzt mal und frei nochmal über die rechte Seite. Ich denke, es ist schon eine Geschichte, wie er hier zu seinem Einsatz als Torhüter gegen 60 München gekommen ist, die er dann demnächst vielen Badegästen erzählen kann. Allgemein, die Stockheimer Spieler werden noch lange davon sprechen, was sie hier geleistet haben heute gegen 60 München, alle ja auch bei der Organisation dabei. Und jetzt
Aber die Chance für 60 für Soleimani, der tritt dann auf den Ball. Spielt zurück auf Devin Sür, der müsste jetzt rüberspielen auf Frei. Schafft es aber nicht, Ball wieder weg. Und dann gibt es am Ende sogar den Einwurf für den ersten FC Stockheim. Und ich frage mich, was in diesem Moment im Kopf von Maurizio Jakubacci vorgeht. Der kann mit diesem Auftritt von 60 München heute auf gar keinen Fall zufrieden sein. Wir alle können nicht zufrieden sein. Wir können zufrieden sein, dass wir hier am Ende wahrscheinlich eine Runde weiterkommen, aber mit der Art und Weise kann hier... Ich glaube, können ist an der Stelle vielleicht auch das falsche Wort. Dürfen ist, glaube ich, das bessere Wort. Mit der Leistung wird es schwer werden, am Samstag gegen Mannheim zu bestehen. Die Löwen noch mit Defiziten. Wir haben es immer wieder angesprochen. Im letzten Drittel heute aber auch wieder Probleme im Aufbauspiel. Sich immer wieder selbst durch Fehler in Bedrängnis gebracht und Stockheim die Möglichkeit hier auf Torchancen geboten. Und natürlich, wenn Mannheim diese Torchancen geschenkt bekommt, man kann es sich vorstellen, wird das sicherlich für deutlich mehr Gefahr dann vor dem Tor der Löwen sorgen. Du hast das richtig gesagt. An der Stelle kann man froh sein, dass Stockheim hier die ein, zwei Situationen, die sie noch auf dem Tor hatten, nicht genutzt haben und es weiterhin 1:3 steht. Jetzt Soleimani und dann ist es wieder Hanke mit der Fußabwehr. Aber man sieht schon, er ist eher der Spielertyp. Hände in Richtung Ball. Ja, trotzdem, auch diesen Ball darf man etwas platzierter in Richtung Tor bringen und an einem Kreisliga-Feldspieler, der im Tor aushilft, vorbeibringen. Ich glaube, die Jungs unten in Weiß und Blau sind jetzt dann nachher einfach froh, wenn das Spiel hier vorbei ist, wenn sie den widrigen Witterungsbedingungen hier ausreichend getrotzt haben, wenn sie dem Gegner hier getrotzt haben, wenn sie mit einem Sieg zustande kommen, hier vom Feld gehen, egal wie er zustande kommt. Und muss man dann auch ganz klar sagen, im Mai 2025 in Berlin fragt uns keiner mehr, wie wir in Stockheim gewonnen haben. Jetzt Fabi Greilinger setzt sich schön durch auf Devin Sür. Und dann hat Soleimani sein Tor. Michael Hanke ist geschlagen. 81. Spielminute. 60 München jetzt mit der endgültigen Entscheidung hier in der ersten Runde des Toto-Pokals beim ersten FC Stockheim. Tor durch Soleimani. Nein, doch Soleimani. Soleimani, was ja. Soleimani steht hier. Strafenfrei. Die Stockheimer Hintermannschaft hat es nicht geschafft, Devin Sür unter Kontrolle zu bekommen. Und damit steht es hier 4:1 aus Sicht der Löwen. Torschütze mit Nummer 22, Valmir Soleimani. So, liebe Fans, wir haben die letzten 10 Spielminuten. Feuer noch einmal die Grün-Weiß an. Alle miteinander, auf den FC Stockheim. So, die Löwen drücken jetzt noch mal etwas aufs Gas. Devin Sür verliert hier aber den Ball. Und weil gerade noch mal die Frage kam, wie oft darf man eigentlich wechseln? Wir haben jetzt 6-mal gewechselt, war die Frage über unseren Instagram-Kanal. Nein, wir haben 5-mal gewechselt und das ist auch genau die Anzahl, die im Toto-Pokal ausgetauscht werden darf. Von dem her alles regelkonform hier bei 60 München. Im Toto-Pokal weniger Spieler auf dem Spielberichtsbogen gestattet, aber trotzdem 5 Wechsel. Und jetzt sehen wir Marlon Frei, der da über die rechte Seite kommt. Der versucht, den Torwart über die kurze Ecke zu übertölpeln und eben nicht
auf Soleimani in der Mitte spielt. Das bringt ihm einen Blick von Wale Soleimani ein. Und jetzt nochmal ein, zwei Worte, aber das würde er überstehen. Ecke für 60 München, die nächste Aktion. Kilian Ludewig bringt sie von der rechten Seite in die Mitte. Oh ja, Niklas Tarnath war es natürlich. Bringt den Ball in die Mitte. Jetzt kommt nochmal der zweite Versuch. Tim Kloss, der wird gehalten, müsste Freistoß für 60 geben. So ist es. Und wenn er seiner Linie treu bleibt, müsste er eigentlich auch gelb ziehen. Das tut er, da kommt die Karte. Marcel Lindner ist es. Gelbe Karte. Hier in der 83. Spielminute nochmal die Freistoßmöglichkeit aus gut 17 Metern. Halbrechte Position für Niklas Tarnath. Defenseur stellt sich auch noch dazu. Kankurt und René Schubert tauschen sich hier nochmal auf der irgendwo rund um die Mittellinie aus, die nun endgültig verschwunden ist. Der Mittelkreis auch nicht mehr zu sehen. Strafraum glücklicherweise noch erkennbar. Und der Regen hat jetzt hier auch stark nachgelassen. Dementsprechend das Spiel sollte hier noch über die Runden gehen. Daniel Reich stellt die Mauer nochmal in einer schönen Treppe aufgestellt. Wie die Orgelpfeife. Schaut gut aus. Der Größe nach. Der Niki Lang steht dann ganz nah am Keeper dran. Übliche Geschubse vor dem Tor. Und dann wird schätzungsweise Devin Zür den Ball in die Mitte bringen. Ich sag direkt das Tor. Schuss kommt und vom Keeper geklärt. Stockheim kann den Ball nach vorne schlagen. Und dann wird der Konter unterbunden, Kilian Ludewig. Und Fabi Greiling ist es hier. Tut sich langsam schwer, am gegenüberliegenden Spielfeldrand zu erkennen, wer da am Ball ist. Das wird dann doch jetzt langsam dunkel. Aber Fabi Greilinger ist das auf Soleimani. Devin Sür erkennen wir da. Wieder Greilinger und dann fliegt der Ball in die Mitte. Soleimani Kopfball knapp links vorbei. Und dann haben wir 85 Minuten durch. 5 Minuten Verschluss. Jetzt nochmal ein Wechsel beim ersten FC Stockheim. 4:1 für 60 München, die seit der 44. Spielminute nur noch mit 10 Mann am Feld sind. Und dann gehen wir doch nochmal kurz auf Infos ein für den kommenden Samstag, Saisonstart in Liga 3, 14:03 Uhr. Anpfiff 60 München gegen Waldhof Mannheim live im bayerischen Fernsehen. Alle die, die ihre Dauerkarte noch nicht abgeholt haben, können dies morgen und übermorgen noch von 9 bis 17 Uhr am KNV-Verkauf an der Grünwalder Straße tun, der dann auch noch am Spieltag bis 11:30 Uhr geöffnet hat. Danach keine Abholung der Tickets am Stadion möglich. Dementsprechend alle die, die ihre Dauerkarte fürs Wochenende noch brauchen, unbedingt noch bei uns abholen. Und ansonsten der Hinweis noch, das MVV-Ticket in der Saison nicht mehr mit dabei bei der Tageskarte inkludiert. Das bitte beachten. Auch das sollten uns Fans aus Mannheim zuhören. Bitte auch bei eurer Anreise beachten. Kein MVV mehr mit dabei. Und zudem die Tramlinie 25 in Richtung Grünwalder Straße vom Rosenheimer Platz auskommend fährt nicht aufgrund von weichen Erneuerungen am Wettersteinplatz. Einen SEV gibt es, ist eingerichtet. Jetzt die Schusschance für Marlon Frei. Der macht das 5:1 in der 87. Spielminute für 60 München. Also
keine Tramverbindung zum Stadion oder zum Trainingsgelände aus Richtung Rosenheimer Platz. Ein SEV ist eingerichtet. Ansonsten, wie immer, kommt rechtzeitig. Das erleichtert uns und erleichtert euch natürlich den Einlass am Stadion. Und zur Ticketsituation vielleicht. Es gibt noch zwei, drei Resttickets in der Stehhalle Block O. Und das alles nur für Mitglieder von 60 München. Einen freien Verkauf wird es nicht mehr geben, weil diese Tickets definitiv bis Samstag weg sein werden. Von dem her, jeder, der Mitglied ist bei 60 München, kann sich noch ein Ticket sichern, aber nicht mehr lange. Ich glaube, es ist nur noch im zweistelligen Bereich, wo wir aktuell Tickets haben. Und ja, dann werden wir hier nochmal schauen. 89. Spielminute bricht jetzt an. Die Löwen 5:1 vorne. Am Ende doch irgendwie souverän weitergekommen. Wenn man nur das Ergebnis sieht, sagt man am Ende 5:1, ja, alles gut. 5:1 souverän weitergekommen mit einem kleinen Ausrutscher. Trotzdem dann noch einiges in der Vorbereitung auf Mannheim zu tun für das Trainerteam rund um Maurizio Jacobacci. Jetzt nochmal die Chance, abseits aber von René Schubert. Ja, noch einiges zu tun, da der Feinschliff noch nicht vollends auf alle Mannschaftsteile übertragen. Die ein oder andere Entscheidung, wer am Samstag spielt, steht auch noch aus. Da lassen wir uns überraschen. Zweite Runde dann Toto-Pokal am Dienstag, den 15. August. Feiertag. Auslosung morgen 17.30 Uhr. Livestream beim Bayerischen Fußballverband. Dann wissen wir morgen Abend, wer der nächste Gegner von 60 München ist. Und wenn wir vorher gesagt haben, wir würden uns Schwabing München wünschen, dann nur aufgrund der kurzen Anreise. Nicht aufgrund des Stadtteils. Natürlich freuen wir uns auch, wenn wir hier in Gebiete kommen, in die wir normalerweise nicht spielen. Wenn wir hier vor Fans spielen können, die wir normalerweise nicht sehen. Und jetzt ganz am Ende, wenn man links rüber schaut, haben wir sogar noch einen Regenbogen, der hier in Richtung der Löwen blickt, der Löwenhälfte blickt. Und wir sehen, wie Julius Schmidt den Ball nach vorne spielt. Der Schuss der 16 von Daniel Oberst geht knapp links vorbei. Und damit beendet der Schiedsrichter die Partie. 60 München schlägt den ersten FC Stockheim mit 5:1 und steht in der zweiten Hauptrunde des Toto-Pokals. Danke an alle Zuschauer. Danke Felix, dass du mitkommentiert hast. Wir wünschen euch einen schönen Abend und melden uns dann aller Voraussicht nach nächste Woche von der zweiten Toto-Pokal-Runde wieder. Auch von meiner Stelle danke, danke Rainer, dass du mitkommentiert hast. Danke an die Technik, danke an die Kamera und ja, bis bald. Ciao. Ciao. Wir waren ein wunderbares Publikum, wir haben ein wunderbares Spiel gesehen. Ja, sehr knapp. Ich glaube, wenn der Max Lifka sich nicht verletzt hätte, wäre das anders ausgegangen. In diesem Sinne, alles Gute und Glück auf. Und wir spielen nochmal unsere Hymne, unser Glück auf. Tschüss, bis bald.